Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Seasons of the Fall. Ja, ich habe jetzt hier die ganze Zeit geguckt. Hab da eigentlich wirklich gar nichts gefunden, aber ich weiß, dass der Baum doch mehrere Etagen hatte. Und ich werde jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal welche finden. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt verwirrend und macht für mich auch irgendwie im Prinzip kaum Sinn. Ah, da ist der Wächter. Ah, Moment. Sommer, Winter, ein Strich oben, ein X und dann eine Raute. Okay. Ich hab's mir gemerkt. Muss ich noch einen höher, ne? Hoch, ne? Meine ich höher. Muss ich noch einen höher, ne? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aha. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Hier sind auch noch diese Dinger. Okay, fangen wir unten an. Moment mal. Bin ich vielleicht zu weit? Nö, eigentlich nicht, ne? Okay. Ups, jetzt bin ich voll runtergefallen. Das müsste doch zu machen sein. Pass auf. Huchala, und schon wieder einen zu tief. Und einmal den Herbst, bitte. Jawohl, guck mal einer an. Okay. Aber woher weiß ich denn? Woher weiß ich denn, welche Jahreszeit ich nehmen soll? Oh. Die habe ich. Ha.
fange jetzt mal da an. Na, ich wollte nicht ganz runterfallen, das hatte ich jetzt nicht vor. Ich weiß absolut nicht, ob es richtig ist. Nein. Woher war... Ich muss wahrscheinlich wieder runtergehen, ne? Ich muss wahrscheinlich wieder zu dem Hüter gehen. Und der sagt mir dann bestimmt, was ich machen soll. Nee. Sagt er mir nicht. Ganz unten vielleicht. Was sieht hier so sommerlich aus, ey? Oh, Hund hat gerade voll gefurzt. So, aha. Nee, doch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich kann das doch nicht auf gut Glück versuchen. Jetzt überall noch mal durch, ob da nicht irgendwo dran steht. Hier müssten die Dinge auch gestanden haben. Nee. Hier steht gar nichts. Okay, das Einzige, woran ich mich jetzt halten kann, ist rein theoretisch, dass überall, dass es immer 2-2 waren. Haben wir 1, 2, 3, 4. Wenn wir 6 haben, müsste das funktionieren. Ich versuche es einfach. Zwei, drei, vier. Ich habe jetzt 5 oder 6. Ich glaube, ich habe 6. Da müsste zu schaffen sein. Ich mache jetzt mal den Sommer. Ich wollte den Sommer haben. So, ich fange jetzt mit oben an. Mach 2 so. Scheiße, jetzt ist er wieder gelöst, ne? Nee, doch nicht. Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr... Oh, warte. Du nicht. Thank you.
Mann, wieso hat es denn jetzt nicht funktioniert? Och, das hält mich so auf. Ich mache jetzt einfach so weiter. Ich versuche jetzt, dass jeder jetzt hier einen hat. Aber wir haben ja den auch noch. Jetzt bin ich vollkommen überfragt, ey. Nö. Okay, dann ist das jetzt für mich der Winter. Ich habe jetzt die Schnauze nämlich gestrichen voll. Nein! Ach, das gibt's nicht! Ich werde nicht mehr. Okay, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt einfach alles absuchen. Was geht. Und habe auch schon das erste vorhin gefunden, nämlich das hier. Und ich werde mir das jetzt aufschreiben. Na, rutsch mal hier. So. Zack, 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 zack. So, das ist der Herbst, Winter, blablabla. Dann komme ich hier nicht weiter. Wieso nicht? Huchala. Das war ein sehr, sehr tiefer Fall. Wir müssen doch irgendwie da hochkommen können. Hochkommen können. Das ist vor allen Dingen echt ein geiles Deutsch. Ah. Ich bin jetzt gerade etwas mehr motiviert. Weil ich mir gedacht habe, komm, das kriegst du hin. Muss zugeben, ich habe auch mal ein bisschen pausiert gerade, weil mir das einfach zu viel wurde. Mit den ganzen Klamotten. Jetzt haben wir da nämlich die Schnellreise. Denn ich wette, dass diese ganzen Sachen hier in dem Baum versteckt sind. Diese Vorlagen, die wir brauchen. Dort, dich habe ich. Hier reise ich hoch. Der Hund muss sich gerade drehen. Hat einmal gepustet. Oh, alles gut. So, hier haben wir das nächste. Das wäre diese komische 3. Winter. Winter. Ich weiß gar nicht, ob ich die nachmalen kann. Ey. Hm.
Winter, Winter, Frühling. Weiß aber nicht, wie es weitergeht. Erstmal warten, bis der hier wieder runterkommt, der Herr. Na, Winter, Winter habe ich. Frühling habe ich. Ein Winter. Und den Herbst. Ein Winter und den Herbst. So, super. Ich muss andersrum. Genau. Okay, wir fangen mit unten an. Dann brauche ich den Winter erst. Habe ich. Brauche ich noch einen Winter? Genau, Herbst. Herbst. Upsala, jetzt bin ich runtergefallen wieder mal. Hab ich? Ja, ich hab's. Wunderbar. So, nächste. Winter, Winter. Winter, Winter, Frühling. Winter. Winter. Ach so. Brauche ich wieder den Winter. Und den Herbst. Jawohl, das müsste es sein. Ja. So, und da nur da die drei gekennzeichnet sind, die wir jetzt gerade da gemacht haben auf dem Baum, denke ich mal für dieses lange Z da unten, da passen ja die Steine hier gar nicht zu, dass die da unten gemacht werden, wo wir am Anfang waren. Ah, ich weiß, ich muss noch ein tiefer. Ich glaube sogar noch zwei tiefer. Denn wir haben da ja die Schnellreise nicht umsonst gekriegt. Ja, und da sind mir diese weißen Zeichen nämlich auch schon aufgefallen. Ich denke, wir müssen einfach nur nachmachen, was hier aufgemalt ist.
Bevor ich den Sommer natürlich jetzt... Ach, jetzt muss ich eine extra Runde drehen hier. Nein, nicht ganz. Kommt vielleicht so schneller rum. Ah, Moment. Ah, nee, das ist falsch. Ah. Ich muss da oben anfangen. Weil ich mal musste ja in einem durchmachen. Dann Strich weg. Und einmal. Genau, geh rein da. Ach nein, das war der Blitz zum Schluss. Oh, da war alles von vorne. Ich hasse es. Das ist, ey, dieses Spiel war am Anfang so schön, ne? Ich weiß, es ist eigentlich nur meine Blödheit. Jetzt schnell da hoch wieder, schräg, und dann kommt der Blitz. Also nicht der Blitz, sondern diese Rau... Ja. Ich sag Blitz dazu. Das Herbstding kommt dann. Jetzt aber. Oh, ich muss jetzt noch was trinken. Ah, Entschuldigung. Na, ab nach oben. Darum. Erinnerst du dich daran, was die Knospe gesagt hat? Sie hat dir vorgeworfen, du hättest mich aufgeweckt. Ich habe jetzt keinen Zweifel mehr. Es kann nur die Knospe gewesen sein, die uns hat einschlafen lassen. Mhm. Wieso hat sie das getan? Aber sie hat doch behauptet, wir wären die Knospe. Dann ist sie selber? Aber was will sie? Du schon wieder. Oh. Ich habe euch reden hören, musst du wissen. Dich und diesen blöden Bären. Ihr wollt, dass ich dieses idiotische Ritual über mich ergehen lasse? Okay, das war falsch, Hoppen. Niemals! Ihr macht mir keine Angst. Das kannst du den Hütern gerne ausrichten. Das lasse ich nicht mit mir machen.
Ihr habt kein Recht, mir vorzuschreiben, was ich machen soll, was ich werden muss. Dazu habt ihr überhaupt kein Recht. Das ist doch wirklich einfach. Da sind die Rätsel schwieriger. Hast du immer noch nicht verstanden, was die Hüter mit dir anstellen, wenn du ihnen nicht mehr nützlich bist? Sie werden dich vergessen und ihre Versprechen werden sie niemals einhalten. Alles Lügner. Sie lassen dich glauben, dass sie weise sind, dabei sind sie verrückt. Sie behaupten, sie wären deine Freunde. Dabei wollen sie nur eins, dass du verschwindest. Sie werden dir genau das Gleiche antun, was sie mit mir machen wollten. Hä? Jetzt bin ich einmal verkehrt herumgelaufen. Glaube ich. Und ich war da richtig. Ich bin verwirrt. Wie soll ich denn den Sprung schaffen? Dingens funktionieren nicht, meine Kräfte. Ah, ja gut, das kannst du ruhig machen. Dann komme ich wenigstens rüber. Hier alles sehr zerstört aus. Den ganzen. Hörst du mir zu? Es ist noch nicht zu spät, das Richtige zu tun. Ach, Mädchen. Hör auf! Hör auf! Du bist keinen Deut besser als sie. Knospe, hör mir zu. Du täuschst dich, was unsere Absichten angeht. Ich will nur, dass ihr mich in Ruhe lasst. Mich und meine Schätze. Öffne die Augen, Knospe. Du bist nicht von Schätzen umgeben, sondern nur von deinen Ängsten. Ist ja gut, das habe ich schon 100 Mal gehört. Spar dir deine Lektionen für jemand anderen. Okay. Da oben und da beim Bären. Ach, sie hört mir einfach nicht zu. Es tut mir leid, dass ich dir dies aufbürde, Fuchs. Aber du musst die Knospe überzeugen, ins Heiligtum zurückzukehren. Wenn du sie von ihrer letzten Angst befreist, nimmt sie vielleicht endlich wieder Vernunft an. Ich muss jetzt erstmal nach unten wieder zu diesem komischen Aal. Wo ich da schon letztens nichts gefunden habe. Beim Brunnen, so. Okay, ich muss eh Schluss machen. Ich sag da mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.